Salam alaikum und hallo allerseits. Wie die meisten von euch mitbekommen haben sollten, wurde gestern ein Gesetz beschlossen, das faktisch verhindern soll, dass Frauen mit Kopftuch Beamte werden. Dieses Gesetz verbietet oberflächlich gesehen alle religiösen Symbole, aber wir wissen alle, dass es hauptsächlich um den Hijab einer Muslima geht. Eigentlich sollte ein Gesetz entworfen werden, dass Nazi-Tattoos für Polizisten oder Beamten im Allgemeinen verboten werden sollte. Rausgekommen ist am Ende ein Kopftuchverbot durch die Hintertür. Ohne Diskussion, ohne öffentliche Debatte, ohne die Beteiligung der islamischen Verbände, ohne das Gespräch mit den Muslimen zu suchen. Irgendwo zwischen der Corona-Gesetzgebung haben sie es eingeschoben und abgestimmt. Und dieses Gesetz ist ein Schlag ins Gesicht aller Muslimas. Und man kann auch sagen, es ist der erste Schritt für schwerwiegendere Gesetze, zum Beispiel Kopftuchverbot in Schulen. Der Staat will offensichtlich verhindern, dass Muslimas in höhere Positionen gelangen. Denn wenn eine Muslima mit Kopftuch den Boden in der Schule oder die Toiletten in der Schule putzt, das ist gar kein Problem. Aber sobald sie im Unterricht vorne steht und die Klasse unterrichten soll, das scheint ein Problem zu sein. Und in dieser Hinsicht ist dieses Gesetz vollkommen abzulehnen. Und wir Muslime und Muslime müssen versuchen, uns dagegen zu wehren. Auf der anderen Seite müssen Muslime auch aufpassen, dass sie keine falschen Argumente zum Beispiel benutzen, gegebenenfalls sogar, die dem Islam widersprechen. Beispielsweise sagen jetzt ganz viele, ich kann keine Richterin werden. Aber im Islam sollte eine Frau sowieso keine Richterin sein. Und sogar bei einem Mann in einem unislamischen Staat ist es sehr problematisch, als Richter oder Staatsanwalt tätig zu sein. Dazu muss man auch wissen, dass dieses Gesetz sich auf Beamte bezieht und nicht auf Angestellte. Und das ist auch ein wirklich großer Unterschied. Denn wir müssen wissen und beachten, dass man sich durch eine Verbeamtung dem Staat verpflichtet und dass man sich ihm und seinen Grundsätzen komplett, also mit ihm und seinen Grundsätzen komplett identifiziert. Und das führt oft dazu, dass Muslime beispielsweise, die sich verbeamten lassen, von ihren Gemeinden abwenden, von politischen und gesellschaftlichen Aktivitäten aufhören, sich von Freunden, den Kontakt mit Freunden abbrechen. Und das ist auch nichts in der Sache. Das heißt natürlich keinesfalls, dass dieses Verbot und dieses Gesetz in Ordnung ist. Darauf bin ich ja gerade schon eingegangen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir wirklich unseren konkreten Standpunkt immer wieder überdenken müssen und nachdenken müssen, inwieweit er mit dem Islam übereinstimmt. Und dass wir nicht alles nachplappern, was die Linken oder Grünen sagen, sondern dass wir wirklich unsere eigene Meinung bilden und da immer den Islam im Hintergrund haben oder im Hinterkopf haben und darauf unsere Meinung bilden. Zum Abschluss dieses Videos habe ich mir gedacht, ich hatte gestern in Instagram gefragt, was ihr so von diesem Gesetz haltet. Und zum Abschluss wollte ich einige von diesen Statements euch kurz vorlesen, nur um ein so kleines Bild zu geben, was die anderen so darüber sagen. Eine Schwester beispielsweise schrieb, Salam alaikum Zainab, ich möchte dir meine ehrliche Meinung zu dem Thema Kopftuchverbot für Beamtinnen erläutern. Wir Muslime werden alhamdulillah immer präsenter in der heutigen Gesellschaft. Wir wachsen mehr und mehr und unterstützen uns gegenseitig. Ich bin der Meinung, dass viele Nicht-Muslime dies nicht wahrhaben wollen und versuchen uns deshalb Stück für Stück zu unterdrücken und uns die Freiheiten zu stehlen. Es macht mir Angst. Es macht mir wirklich Angst, in einem Land wie Deutschland so etwas miterleben zu müssen. Dieses Verbot neigt dazu, dass in der Zukunft unsere Schwestern sich fünfmal Gedanken machen, ein Kopftuch zu tragen oder nicht. Und das macht mich sehr traurig. Leider trage ich noch kein Kopftuch, aber möchte diesen Schritt inshallah eines Tages wagen. Und der darf und sollte es nicht in dem ein oder anderen Beruf als Verbot gelten. Das ist in meinen Augen purer Rassismus und eine Unterdrückung. Möge Allah unseren Imam und unsere Geduld noch mehr stärken. Inshallah wachsen wir Muslime noch mehr zusammen. Amin, ya Rab. Das war beispielsweise eine Meinung. Eine weitere Schwester schrieb mir heute Morgen, war das glaube ich? Ja, heute Nacht, morgen. Salam erst einmal. Ich finde wirklich keine Worte mehr. Einem die Identität wegzunehmen, nennen sie Demokratie. Einem das Recht auf die Gleichbehandlung zu verweigern, nennen sie Neutralität. Ich verstehe nicht, wie man Nazi-Tattoos und das Kopftuch auf eine Ebene stellen kann. Ich dachte, Deutschland hätte in eine bessere Richtung eingeschlagen.
Und es würde in Zukunft leichter werden, mit diesem Thema umzugehen, dass man eher Toleranz und Akzeptanz sehen würde. Stattdessen haben wir einen enormen Rückschlag. Ich finde, mit so einer Entscheidung nimmt uns die Regierung das Gefühl, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein. Man wird total ausgegrenzt und fühlt sich nicht ganz wohl. Ich möchte unbedingt studieren und auch der Gesellschaft etwas mitgeben und dazu beitragen, dass wir alle zusammen eine bessere Zukunft haben. Endlich hatte ich meine Ängste beiseite gelegt und ich mich dazu entschieden, doch Lehramt zu studieren. Aber wegen diesem neuen Gesetz kamen die Zweifel wieder ganz schnell. Ich finde es nur total unfair, dass wir als Kopftuchträgerinnen immer zweimal, wenn nicht dreimal, überlegen müssen, was wir studieren können, ohne dass wir am Ende eventuell doch keinen Arbeitsplatz finden. Liebe Schwester, ich kann das vollkommen nachvollziehen und inshallah wird Allah dir diese Entscheidung erleichtern. Wie gesagt, du bist nicht alleine. Vielen geht es zurzeit so. Das waren jetzt zwei der Meinungen, zwei längere der Antworten von den Schwestern. Es gab noch einige kürzere, die kann ich ja euch auch noch mal kurz vorlesen. Eine schrieb: Traurig, mehr ist dem nichts hinzuzufügen, überlege nach Kanada auszuwandern. Eine andere schrieb: Überhaupt nicht überrascht, genau das, was ich mir von so einem Staat erwartet habe. Oder eine weitere Schwester schrieb: Kopftuchdebatten gab es schon seit Jahren, Neutralität neulich als erfolgreiche Ausrede. Jemand anderes schrieb: Eine Schande für Deutschland, Corona-Pandemie wurde als Ablenkung ausgenutzt. Oder es geht nur um Politik. Und so weiter und so fort. Also vieles, das hier wollte ich auch noch vorlesen. Eine Schwester schrieb: Wir lassen uns da nicht einschüchtern, es gibt so viele andere Berufe, ist ja auch voll langweilig, so eine Beamtenstelle. Wir werden Managerinnen und Unternehmerinnen und haben dann Einfluss in der Wirtschaft, das ist besser als ein Beamtenjob. Also da geht jemand wirklich, versucht jemand mit positiver Einstellung ranzugehen, das Positive darin zu sehen. Letztlich, wie gesagt, wir müssen versuchen, uns dagegen zu wehren. So viel von mir dazu heute, inshallah bis bald, tschüss und salamu alaikum.